Das Frühjahr in Heiligenberg hat einen ganz eigenen, ganz ursprünglichen Reiz. Mein Rhythmus. Die übrige Welt scheint weit weg. Und die junge Sonne verzaubert diese frische Landschaft jeden Tag aufs Neue. Auf nach draußen. Aufbrechen. Ich will diesen magischen Ort entdecken. Und die Umgebung gleich mit. Auf der Amalienhöhe bin ich gern. Kann über diesen reizenden Ort blicken bis zum Bodensee, zu den Hegau-Vulkanen, bis in die Schweizer und österreichischen Berge. Dieses Heiligenberg scheint ein wenig über den Dingen. Und das ist gut so. Gibt allen Raum, ist offen für Handwerk, Kunst und Kultur. Ich treffe den Bäcker, sage Katze und Hühnern Hallo. Der Tag ist bereit. Und alles hat seine Zeit. Hier ist gut leben und vieles zu tun. Über den Dingen sein, da zeigt sich noch viel mehr. Ab in die Luft, ich bin im Himmel. Über den üppigen Baumkronen. Ich entdecke das prachtvolle Schloss Heiligenberg aus der Zeit der Renaissance. Die umliegenden Dörfer, den Friedwald, das idyllisch gelegene Freibad mit einmaliger Aussicht. Sich aus eigener Kraft auf den Weg machen, das lieben die Menschen hier. Und immer ist Zeit für eine kleine Pause, für ein gutes Gespräch und für den nächsten herrlichen Ausblick. Und dann wieder eintauchen in den dichten Wald. Vielleicht liegt das Schweizer Haus am Wegesrand, nach Schweizer Vorbild erbaut. Und schon bin ich wieder mitten im Leben. Das Dorf wartet. Der Sommer, das Leben, schöne Feste, das Lindenfest, der Flohmarkt mitten im Ort. Tradition, Herz und Genuss, das passt hier überraschend gut zusammen. Genuss, das ist ganz oft draußen sein, Teil der Natur sein, sich auf den Weg machen, entschleunigen. Da liegt die Wallfahrtskirche St. Maria in Bethenbrunn am Weg. Ein barockes Schmuckstück, was für eine Überraschung. Versteckt in der ruhigen Landschaft. Vielleicht eine frühe Kultstätte? Die Menschen wissen es gar nicht so genau. Oder der Friedwald, der viel mehr ist als letzte Ruhestätte für liebe Menschen. Hier inmitten der lichten Natur ist Leben, Hoffnung in der Trauer, Spiritualität, die Einladung, Kraft zu tanken. Da tanzen muntere Insekten auf den Blättern, sonnen sich im milden Licht, wiegen sich mit den rauschenden Bäumen im Wind. Mons Sanctus. Spürbar magische Plätze sind das hier. An einem Ort, den schon die frühen Kelten gewählt haben, wo sie Feuer entzündet und Behausungen errichtet haben. Stätten der Verehrung und des Gedenkens. Wohin könnten sie besser passen als auf diesen Heiligenberg? Genuss, das ist in Heiligenberg auch Gastfreundschaft. Das Gefühl, unter Freunden zu sein. Gutes genießen, am besten aus der Region, das ist ein echtes, ehrliches Anliegen. Schon immer wurde in Heiligenberg und den nahen Wäldern gejagt. Mit allem Respekt vor Tier und Forst. Bereits der Hochadel, die Fürsten von Fürstenberg, haben da in ihre Hörner geblasen. Über den Dingen, über dem Nebelmeer, da ist das Leben. Hier sind die Menschen, die von weit her kommen, um Sonne zu tanken, wenn die übrige Welt im Winterschlaf liegt. Da tanzen die Hofnarren im prunkvollen Rittersaal des fürstlichen Schlosses, der bekannt ist als schönster Renaissance-Saal nördlich der Alpen. Da funkelt der Schnee in der winterlichen Sonne. Und wir wollen Eiskristalle sammeln, diese faszinierend reinen Gebilde. Langlaufskier gleiten fast lautlos durch die Loipe. Und Winterwanderer bewegen sich auf ihren Schneeschuhen in dieser unfassbar schönen Landschaft, die wie verzaubert scheint. Und doch, schon liegt so viel Neues in der Luft. Aufbruch, ein zartes Licht am Horizont. Denn eins ist gewiss, eins folgt auf das andere und alles hat seinen Zauber. Denn wir sind in Heiligenberg.